Frauen in der DDR. Der Staat zeigt sie glücklich und emanzipiert. Zwei Drittel der Frauen sind 1970 berufstätig und somit wirtschaftlich unabhängig. Doch sie verdienen weniger als die Männer, obwohl ihre Arbeitskraft unentbehrlich ist und die Wirtschaft am Laufen hält. Hinter der beruflichen Einbindung der Frauen steckt nicht nur wirtschaftliches Kalkül. Auf der anderen Seite war der SED-Führung diese großflächige Einbindung der Frauen natürlich auch deshalb wichtig, weil sie nur so zu kontrollieren waren. Hausfrauen lassen sich einfach nicht kontrollieren. Die sitzen irgendwo und man weiß nicht, was sie denken und was sie tun und was sie beabsichtigen. Der Staat investiert in ihre Ausbildung und verlangt dafür den vollen Einsatz für die sozialistische Gesellschaft. Kinder bekommen inklusive. Eine Doppelbelastung, die auch durch Kinderkrippen oder das bezahlte Babyjahr nicht erleichtert wird. Im Gegenteil. Frauen müssen sich abstrampeln für Beruf und Familie. Denn die Hausarbeit bleibt weiterhin Frauensache.